Partner Russland, weil Sie haben ja sehr viel auf der Messe gemacht, unter anderem auch in Sachen Menschenrechten. Was sind da Ihre Erfahrungen gewesen mit Russland? Also Amnesty International hat dankenswerterweise auch einen Russland-Schwerpunkt. Und ich will nicht die gute Laune verderben, aber zur Kultur gehören eben nicht nur Bücher, sondern es gibt auch sowas wie die Kultur der Menschenrechte. Und die sind in Russland in einer Weise bedroht unter Wladimir Putin, dass man sagen kann, wenig von dem, was wir rechtsstaatlich nennen, sowohl was die Freiheit des Journalismus, was die Freiheit von Prozessverfahren angeht, was die Abwesenheit von Zensur angeht, sind in Russland durchsetzungsfähig. Die sind zwar im Gesetz weitgehend enthalten, aber durchgesetzt wird dieses Gesetz nicht. Wenn Sie wissen, dass seit 2001 etwa 1000 Jugendliche, Entschuldigung, 1 Million Jugendliche in Gefängnisse gewandert sind, viele von denen beim Verhör weder Eltern noch Rechtsanwälte als Beistand gehabt haben, dann können Sie sich vorstellen, auf welcher Situation wir eigentlich solche Romane schätzen, die wir eben gehört haben. Das ist auch eine bittere Jugend, die da spricht. Ja beim Publikum auch gut ankommen. Ganz recht. Es gab vor vielen, vielen Jahren auf der Buchmesse ein Buch, das ich damals dankenswerterweise noch als Literaturkritiker ohne Namen vom Piper Verlag bekommen habe. Das hieß Figuren der Willkür und war von einem gewissen Roger Willemsen geschrieben. Es war ein recht schwieriger Roman. Das ist sozusagen das Frühwerk von Roger Willemsen. Jetzt ist er mit dem Karneval der Tiere auf der Buchmesse und man fragt sich, gibt es eine Verbindung zwischen dem einen und dem anderen? Ja, in meinem breiten Lachen, denn ich muss sagen, Sie können es nicht ahnen, aber Herr Skobel war gerade sehr nett zu mir. Denn es ist ein völlig unverständliches und völlig unverkäufliches Buch gewesen, was ich da versucht habe. Mir hat's gefallen. Das freut mich. Mir gefällt's auch, aber wir sind die Einzigen, glaube ich. Also, diese neueste Arbeit, Karneval der Tiere, das ist eine Auftragsarbeit für das Philharmonische Staatsorchester Halle gewesen, die ich mit großem Spaß gemacht habe. Da geht es eigentlich darum, dieser alten, übrigens sehr guten Komposition von Camille Saint-Saëns, so etwas den Kindercharakter wieder zu nehmen und die auf die Beine dessen zu stellen, was immer war. Nämlich erwachsene Musik mit einer polemischen, etwas zeitkritischen Attitüde darin und mit viel Humor. Und ich habe das halt wieder gereimt und nachdem nun die Loriot'sche Fassung und die Ustinov'sche Fassung nun schon Jahrzehnte alt sind, habe ich gedacht, man bringt auch das wieder auf den neuesten Stand. Wir schauen mal kurz rein, wie sich das anhört und aussieht. Cantando vibrato, aber leise. Hochverehrtes Publikum, Damen, Herren, ungelogen, schön habt ihr euch angezogen. Vom Pinguin den schwarzen Frack, vom Goldfasan den Nagellack, die dritten Zähne von der Zecke, das Lipgloss von der Weinbergschnecke und manche ältere Dame wusch sich ihren Kopf Flamingo-Rouge. Das sieht zwar tierisch festlich aus und bringt euch einigen Applaus, doch im Vergleich zum lieben Vieh seid ihr nicht mehr als die Kopie und gegen unsere Fauna nur die schlechte Hälfte der Natur. Karneval der Tiere. Wir könnten jetzt natürlich lange über dieses Buch noch reden, übrigens mit hervorragenden Zeichnungen von Volker Kriegel, der leider verstorben ist. Wenn ich Sie schon mal, was selten genug ist, hier sitzen habe, ich würde Sie gerne nach Literatur fragen. Und zwar danach, dass Sie gesagt haben, Literatur ist Orientierung. Das Merkwürdige ist ja, es ist Orientierung, obwohl die Sachen erfunden sind. Ja, ganz recht. Man kann mal versuchen, das ganz schnell zu verdichten. Sie ist Orientierung insofern, als sie Gegenstände liefert. Das heißt, sie hat etwas Abbildliches. Sie hat unabhängig von dem Abbildlichen, also ich wüsste nichts über die Schlachthöfe von Chicago, wenn es nicht Upton Sinclair gegeben hätte. Sie hat etwas Expressives. Das heißt, sie spricht davon, wie wir uns Dinge aneignen. Ob durch Begierde, ob durch Amüsement, ob durch Kritik, was immer. Sie hat etwas Kritisches, indem sie immer auf einen Mangel verweist. Indem sie sagt, was nicht ist und was doch. Und das wäre das Utopische, besser wäre. Und das alleine wären 4 Funktionen, in denen ich denken würde, Literatur orientiert. Sie lesen ja selber viel. Was ist für Sie das Kriterium für ein gutes Buch? Ich glaube, mit das Glücklichste von dem, was Literatur kann, bezieht sich auf Genauigkeit. Eine gewisse Genauigkeitsanstrengung in der Literatur schätze ich unglaublich und mich interessiert nur ideengeleitetes Erzählen. Also ein Erzählen, was nur Stoff ist, langweilt mich schnell. Und trotzdem haben wir zum Schluss noch einen kurzen Stoff für Sie, nämlich einen kurzen Auszug aus dem Karneval der Tiere. Und den einzigen Versuch in der Dichtung, der je gemacht wurde, eine Flatulenz in Verse zu bringen. Ich beeile mich. Und zwar meine Wunschstelle. Genau.
Also da geht es um den, wer ist das? Der Heilbutt. Also der Heilbutt nimmt sich das, zieht er einsam seine Kreise. So ein Heilbutt hat eine Meise, findet die notorisch geile Plötze von der Rogenmeile und entblößt die feuchten Kiemen, doch er reißt sich noch am Riemen. Drauf beginnt sie frech zu schunkeln, lässt ihr Schuppenkleidchen funkeln, wird im Algenschattenkäss, Heilbutt pupst ein SOS. Diese Spur von seiner Schwäche trifft die Wasseroberfläche erst in Form von bunten Geblasen, dann kaum geplatzt in Form von Gasen, die dem Lurch den Atem rauben und die Weiden fast entlauben. Drauf der Molch sich erstmal schneuzt und die Flossen überkreuzt. Er ist nicht nur melancholisch, sondern auch noch erzkatholisch. Präpariert ein Stoßgebet, ehe ihm doch ein Licht aufgeht. Was sind das für Wasserzeichen? Fische, die beim Singen Leichen feiern, jubelnd ihr Verhängnis. Tausendfache Fischempfängnis und, wenn ich mich nicht verhöre, doch, das sind die Fischerchöre. Roger Willemsen, meine Damen und Herren, Karneval der Tiere, erschienen bei Eichborn. Herzlichen Dank. Zu unserem nächsten Buch, unserem nächsten Gast, die Hütte.